Gestern hat es hier in Zürich geschneit, das sieht man noch ein bisschen an den Schneebergen hier hinter mir. Und heute ist es trocken und ein bisschen bewölkt. Das wussten wir schon gestern und wir konnten planen, dass wir hier unseren Video schalten. Warum ist das so? Weil die Wetterprognosen unglaublich gut geworden sind. Ist das gleiche der Fall für die Aktienmarktprognosen? Nein, überhaupt nicht. Meine große Erkenntnis kam, als ich das Buch Beating the Street von Peter Lynch gelesen habe. Darin hat er gesagt, dass er zusammen mit den besten Anlegern in New York über 10, 15 Jahre lang jeweils vom renommierten Anlagemagazin Barron's eingeladen wurde und seine Prognose für das kommende Jahr abgeben musste. Und der Konsensus dieser Wall Street-Experten war immer falsch. Im Jahr 1987 waren sie am euphorischsten, es gab den großen Crash, und im Jahr des größten Booms waren sie am pessimistischsten. Das hat mir die Augen geöffnet. Philip Tetlock, ein Professor auch in Amerika, hat 80.000 Experten befragt, um herauszufinden, wie gut ihre Prognosen sind. Und es stellt sich heraus, sie sind schlechter als ein Würfelwurf. Wenn man als ein Experte fragt, kriegt man im Durchschnitt eine schlechtere Antwort, als wenn man einfach die Frage dem Zufall überlassen ließe. Warum ist das der Fall? Die Märkte bestehen aus Menschen. Und Menschen sind einfach viel zu komplex, denn sie können miteinander reden. Und wenn etwas passiert, macht man sich Gedanken darüber, was man als nächstes tun soll, und es hat einen Einfluss auf die Zukunft. Und deshalb verändert sich der Markt und auch die Wirtschaft und die Gesellschaft stets und ist für uns praktisch nicht vorhersagbar. Warum mache ich denn heute eine Vorhersage? Ganz einfach, weil sie mich dann besser kennenlernen und weil sie wissen, was ich tun. Und ich finde wichtig, wenn ich ihnen Aktientipps gebe, dass sie auch wissen, was ich selbst tun. Nun, ich persönlich bin sehr zurückhaltend. Ich habe letztes Jahr einen großen Teil meiner Hypotheken abbezahlt, also Schulden getilgt. Ich habe mit anderen Worten meinen Hebel verringert. Und ich werde auch dieses Jahr nur sehr langsam in die Aktienmärkte reingehen. Sehr wahrscheinlich nicht einmal netto positiv. Ich bleibe aber dabei, ich investiere ein bisschen, weil man muss immer ein bisschen investieren, man weiß ja nicht, was kommen wird. Ich werde auch dieses Jahr nicht in Amerika investieren, weil es viel zu teuer ist. Und Donald Trump hat die Märkte noch teurer gemacht und das ist echt ein Grund, nicht mehr dahin zu gehen. Ich bleibe weiterhin mit meinem Engagement in Europa, an das ich sehr glaube, denn ich glaube an Freiheit und Menschenrechte, ich glaube an Demokratie und ich glaube an das soziale Auffangnetz, das wir hier in Europa haben. Das sind alles Pfeiler einer sehr starken Wirtschaft und auch einer sehr starken Gesellschaft. Und daran bleibe ich in Europa, ich investiere hauptsächlich in Europa. Ich habe auch noch aus purer Freude ein bisschen Bitcoin gekauft, im Umfang von 2% meines Vermögens. Und ich habe auch etwas Gold gekauft, weil ja zurzeit keine guten Anlagemöglichkeiten sonst da sind. Gold habe ich im Umfang von 1% meines Vermögens gekauft. Einfach dafür, dass wenn etwas passiert, eine Naturkatastrophe oder so, dass man immer noch etwas hat, mit dem man tauschen kann. Das habe ich gemacht, dort stehe ich momentan ziemlich skeptisch. Das ist keine Prognose, das ist einfach so, wie ich es finde, dass ich mich verhalten soll. Ich wünsche Ihnen Erfolg mit Ihrer eigenen Prognose und empfehle Ihnen, das zu tun, denn es ist wichtig, dass Sie sich entscheiden, was Sie machen wollen. Viel Erfolg!